Freiheit für Raif Badawi fordern sie. Amnesty und Reporter ohne Grenzen protestieren vor der saudi-arabischen Botschaft in Berlin. Es schwingt mit die Sorge vor den nächsten 50 Stockschlägen. Die ersten erhielt der junge Blogger vor einem Jahr. Im Beisein von Schaulustigen vor einer Moschee in Jidda. Weitere werden ausgesetzt, weil Badawi sie womöglich nicht überleben würde. Sein Vergehen? Als Journalist setzt er sich für die freie Meinungsäußerung ein. In Saudi-Arabien ein heikles Unterfangen. Er bekommt Berufsverbot, wird verhaftet. Seine Frau kann mit den drei Kindern nach Kanada fliehen. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien hat sich wirklich im letzten Jahr noch mal katastrophal verschlechtert. Aber auch vorher war es schon so, dass Menschenrechtsverteidiger, friedliche Kritiker des Königshauses verfolgt wurden, bedroht wurden, vor Gericht gezerrt wurden und eben sogar von dem Sonderstrafgericht für Terrorismus verurteilt worden sind. Über 200.000 Unterschriften für die Freilassung von Badawi werden der saudischen Botschaft übergeben. Weltweit haben über 1 Million Menschen in Briefen protestiert. Auch die Bundesregierung setzt sich für den Blogger ein. Zahlreiche Preise für Meinungsfreiheit, ob vom EU-Parlament oder auch der Deutschen Welle, werden Badawis Frau stellvertretend übergeben. Die Kampagne für die Freilassung von Raif Badawi, die hält schon seit sehr, sehr langer Zeit an. Und das Dramatische ist eben, dass immer neue Fälle dazukommen und jetzt eben auch durch diese Massenhinrichtung die Problematik der Todesstrafe so in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde. Wir hoffen, dass der Druck dazu beiträgt, dass hier ein Einlenken auch auf saudischer Seite stattfindet. Immerhin ließ die saudische Botschaft die Menschenrechtsaktivisten bei der Unterschriftenübergabe nicht, wie beim letzten Mal, ewig warten.